Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge LS19 auf der Map 2 Sternhof. Ja, ich hatte gerade ein Problem. Ich habe es letzte Woche gesagt, ich fahre mit den Drescher schon mal voraus, weil das so lange gedauert hat. Mir mache ich das mal schnell. Ich habe das Mähwerk aufgenommen, also das Schneidwerk, auf den Wagen gesetzt. War schon auf dem Weg nach Hause. Dann ist das irgendwie runtergerutscht, wollte es aufnehmen. Keine Ahnung, ging irgendwie nicht. Habe ich alles zurückgesetzt, habe es wieder aufgenommen, draufgesetzt. Ja, das war dann drauf. Ich konnte es auch nicht mehr abnehmen, gar nicht mehr. Ich bin dann hin, ran, rückwärts, ging nicht. Jetzt habe ich es nochmal zurückgesetzt, dann habe ich den Schneidwerkswagen verkauft. Bin schon mit dem Mähdrescher zur Tankstelle gefahren. Hab da schon mal vollgetankt, weil wenn man zurücksetzt, weil der Drescher, der hing so schräg da drauf, wenn man zurücksetzt, verliert er 90% Sprit. Deswegen haben wir steht der Mähdrescher jetzt genau da vorne. Also nicht wundern. Deswegen sage ich euch, was passiert ist. Wir sind sogar gerade so da unter durchgekommen. So, und jetzt wollen wir direkt starten. Wir holen direkt unser Gras ein. Bin ich mal gespannt, wie viel runterkommt. Und dann können wir auch. Haben wir hier eigentlich die erste Spur kaputt? Nee, glaube ich nicht. Müssen wir mal gucken. So. Aber das ist schon nachgewachsen ist, das ist ja schon echt super. Dann wollen wir mal gucken, wie viel wir wirklich runterkriegen. Ich glaube, wir kommen nicht mal einmal rum. Was ich mal sehen will, geht unter uns der Rasen kaputt? Nee, geht er nicht. Aber gedüngt. Ihr habt gesehen, wir können ihn düngen. Da könnten wir ja nochmal mit unserem Düngerstreuer rüberfahren. Uah, Mist. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Rückwärts, nein, nicht so weit rückwärts. Wow. So, und weiter geht's. Dann könnten wir mit unserem Düngerstreuer vielleicht nochmal über die Wiese fahren. Aber da bin ich eigentlich gar nicht so ein Fan von. Lieber vom Striegel. Und das kostet auch nichts, ne? Aber gut, der Striegel, der kostet schon was. Aber wir können auch erstmal Dünger raufschmeißen. Wir sind ja kein Biohof. Dann werfen wir einfach nochmal Dünger rüber. So, zack. Dann bin ich mal gespannt, wann er voll wird. Er müsste gleich voll sein. Und dann werden wir das alles in unseren. Wow. Oh, jetzt bin ich gerade ein bisschen schräg geworden. Aber er hat alles mitgenommen, sehr schön. Und fahren wir jetzt die ersten 23.000 Liter in unserem Bunker. Ja, so ein bisschen, da so ein bisschen werden wir hier rauskriegen, Leute. Ich bin gespannt, wie viel wir wirklich hier rauskriegen. So, unser Bunker ist ja hier vorne auf unseren Hof. Zack, guten Tag. Guten Tag. So, das ist hier vorne nämlich. Zack. Und rum. So, und diesmal machen wir auch es gleich richtig. So, und. Sehr schön. Haben wir schon eine kleine Spur drin. Ist zu. Jo. Dann holen wir auch gleich den nächsten, nämlich. Und dann werden wir, bevor wir das dann auch abdecken, werden wir die andere Seite, die große Wiese, die wir gerade entdeckt haben, auch noch mähen und schwadern. Dann haben wir das natürlich auch schon. So. Und wo geht's? Ach ja, wir müssen ja, fangen hier vorne nochmal an. Können wir die Seite weiterfahren. Senken. Senken. Und jetzt können wir so. Wow. Und zurück, zurück, zurück. Und starten. Sehr schön. Hier können wir nochmal kurz ein Foto machen, wenn wir schon dabei sind. Moment.
Sehr schön, das gibt ein schönes Foto. Zack. Haben wir. Und auf geht's. Anmachen den Hobel. Dann wollen wir mal gucken. Ich glaube nicht, dass wir das in der... Na, könnte eng werden, dass wir es vielleicht in dieser Let's Play-Folge schaffen, hier alles runterzuholen. Das könnte echt eng werden. Hier ist eine ganze Menge. Gucken, jetzt kommen wir vielleicht noch einmal fast rum. Dann werden wir die Wiese auf jeden Fall nochmal düngen. Das machen wir dann als nächstes. Ich weiß gar nicht, hier geht glaube ich nichts kaputt, wenn wir rüberfahren, oder? Müssen wir dann nochmal so gucken. Ich bin mir noch unschlüssig, ob wir aus der Wiese, die wir gefunden haben, was heißt gefunden, die gehört zu unserem Hof, die haben wir noch nicht gesehen, ob wir da ein Feld raus machen sollen. Sollen wir da ein Feld raus machen? Ah, erstmal mähen wir sie auf jeden Fall ab und dann werden wir mal gucken, was wir daraus machen werden. Erstmal werden wir uns das Gras runterholen. Ja, und kommen wir einmal rum. Ah, das wird, glaube ich, eng mit einmal rum. Das wird eng mit einmal rum. Und wir schaffen es. Nicht einmal rum, aber ganz knapp. Ganz knapp schaffen wir es einmal rum. So, dann fahren wir dich auch gleich wieder weg. Können wir mal kurz Innenansicht fahren. Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr eher sehen wollt. So Innenansicht oder so von außen. Das würde mich mal interessieren. Oder wie ihr es spielt. Ob ihr eher mehr Innenansicht... Also so Innenansicht würde ich vielleicht eher so spielen, wenn ich wieder mit einem Lenkrad spiele, was ich derzeit nicht mache. So, jetzt fahren wir mal so halb hier ran. Und... ein bisschen können wir noch. So, zack. Zack. Sehr schön. Ah, der ist ein bisschen hoch geworden, der Haufen. Jetzt müssen wir die nächsten an der Seite ranschmeißen. Ja, so, aber so mit der anderen Wiese kriegen wir unsere 100.000 Liter schon runter. Das ist gut. Das haben wir erstmal reichlich für unsere Kühe. Die Kühe, die wir noch nicht haben, ne? Dalalala. Die Kühe, die wir noch nicht haben. So. Und zack und zack. So. Und. Haben wir. Dann werden wir jetzt einmal hier rumfahren. Zack. So. Und dann brauchen wir noch mal hoch und runter fahren. Dann haben wir es. Nehmen wir jede zweite Spur wieder. Jede zweite Spur, dann haben wir mal schön kein Problem, um rumzufahren. Oh, haben wir ein bisschen ausgeholt. Jetzt kriegen wir bestimmt nochmal. Das schätzen wir. Anderthalb Mal. Also einmal kriegen wir ihn auf jeden Fall voll, gehe ich von aus. Und dann vielleicht nochmal ein halbes Mal. Oder einen halben. Will mich aber nicht festlegen, aber ich glaube schon. Einmal kriegen wir ihn auf jeden Fall noch voll. Oder? Doch, einmal kriegen wir ihn voll und ein bisschen. Dann haben wir schon 60, knappe 70.000 Liter schon mal drin, also keine 100.000 Liter von dem Feld. So. Dann werden wir, was machen wir denn dann? Dann werden wir, glaube ich, erstmal hier düngen. Dass die schon mal safe ist für den zweiten Schnitt die Saison. Und dann werden wir mähen. Aber dann werden wir, glaube ich, die Traktoren wechseln. Dann werden wir wieder mit den anderen kleinen Trecker arbeiten. Aber wenn ich mit denen über das große Gras fahre, ist das gleich kaputt. Und das wollen wir ja nicht. So, jetzt kriegen wir ihn in dieser Reihe kriegen wir ihn voll. Und dann haben wir noch das kleine Stück da. Da haben wir noch gute drei Reihen. Gleich ist er voll. Jetzt, ja, also drei gute Reihen haben wir noch. So,
Können wir mal wieder in Innenansicht fahren. Haben wir nicht vorne ein Gewicht dran? Ja, haben wir. Der Drescher, der passt aber auch genau da drunter. Ich habe auch diesmal keinen Schneidwärtswagen genommen, weil es nicht gepasst hat. Keine Ahnung, ich habe den nicht den ersten gekauft, den New Holland, sondern den zweitgroßen. Also den nächstgrößeren. Ich weiß nicht, im letzten Let's Play hat es auch geklappt. Ich verstehe es nicht, warum es nicht klappt. Ja, er hat ihn aufgelegt, ging auch super, aber ich habe ihn nicht mehr aufnehmen können. Wow, und hier rum. So, und dann. Jetzt fahren wir mal hier schön am Rand. Jetzt habe ich mich festgefahren. Nein, fahre mich nicht fest. Und zack. Zack, ja, da sind wir ein bisschen zu schnell. Oh ja, das ist ein ganz schön hoher Berg. Ja komm, dann holen wir jetzt noch den Rest schnell runter. Dann haben wir das auch. Bin mal gespannt, wie weit unsere Seemaschine ist. Na komm. So. Eine Sache will ich mal kurz probieren, Leute. Setz sie mal kurz ab. Geht hier was kaputt, wenn ich rüberfahre? Nee. Oder? Nee, hier geht nichts kaputt. Hier geht nichts kaputt. Okay, dann könnten wir rein theoretisch mit denen auch schnell düngen hier die eine Runde. So, dran. Senken. Dann starten wir unseren guten Ladewagen. Zack. Sehr schön. Alles drin. Mal kurz mal aus, dann können wir ein bisschen Gas geben. Und an das gute Stück und rum. So, dann haben wir das. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Sehr schön. So. Lalalalalala. Ihr könnt es mir auch mal in den Kommentar schreiben, ob ihr die Map auch spielt. Das würde mich mal interessieren. Oder wie ihr den 2-Sternhof findet. Ich weiß, es gibt noch eine andere Version. Da sind die Gebäude stehen ein bisschen anders. Dies und das. Da ist auch, glaube ich, sogar der Hühnerstall mit drauf. Sieht gut aus. Aber ich habe jetzt auf dieser Version angefangen. Ich will auch nicht. Kann es ja auch nicht updaten. Ich kann beide Versionen drin haben. Aber da passiert dann nichts. Großartig, weil ich kann das auf das nicht umändern, will ich auch nicht. Ich behalte jetzt den Hof. Ja, aber ihr könnt es mir in den Kommentar schreiben, welche Version ihr von 2-Sternhof besser findet. Das würde mich echt interessieren. So, und jetzt noch den letzten Streifen, dann haben wir das auch schon. So. Sehr schön. Und alles drin. Was sage ich doch? Anderthalb Mal habe ich vorhin gesagt, schaffen wir noch und haben wir sogar geschafft. Ich bin verblüfft. Ich bin verblüfft. So, dann können wir hier rum. Dann. Mal kurz am Überlegen. Wow, das war ein bisschen zu hart, die Kurve. Und rum. So, und jetzt werden wir nochmal mittig hier fahren. Letzte auch raus. Der Tank ist fast leer. Was? Helfer C. Tank ist leer, okay. Boah, nein. Nein. Na komm, wir mal. Können wir vorwärts raus, kommen wir raus. Schafft das? Schafft das? Ja, schafft er. So, fahren wir dich mal kurz zur Seite. Ah, jetzt hast du es geschafft. Okay.
Aber ich werde ihn in der nächsten Folge nochmal auftanken und dann werden wir mal gucken, was wir weitermachen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein zu einer weiteren Let's Play Folge LS19. Wenn es euch gefällt, lasst mir doch mal ein Abo, Kommentar oder ein Like da, würde mich freuen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.